Schön, dass du wieder vorbeischaust bei 90 Sekunden Hoffnung, mein Videopodcast rund um Christ und Politik. Mein heutiger Gast ist Christine Lieberknecht aus Weimar in Thüringen. Sie ist die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen und Theologin. Liebe Christine, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du warst lange Pfarrerin und dann 29 Jahre lang in der Landespolitik in Thüringen aktiv tätig. Was beschäftigt dich, wenn du die aktuelle gesellschaftliche Lage betrachtest? Welchen Rat würdest du uns weitergeben? Wo ich bin, hält Gott die Wacht, führt und schirmt mich Tag und Nacht. Das ist ein Vers aus meiner frühen Kindheit, aus diesem wunderbaren Lied, meinem Gott gehört die Welt. Und dieses Lied, dieser Vers, sind mir Kraft und Trost, in dieser Zeit, wo so viele Menschen nicht wissen, wie es weitergeht, wo auch ich unsicher bin, was wird die Zukunft bringen. Aber wir können uns als Christen Menschen auch in der Politik getröstet fühlen von Gott und seiner Liebe. Wir müssen verantwortlich handeln, aber wir wissen auch, unser Handeln ist nicht frei von Irrtümern. Und wir wissen, Gott wird uns bei allem, was kommt, führen und zur Seite stehen. Er ist es, der unser Leben bestimmt. Und er ist es, der uns auch Kraft gibt, zueinander zu finden in dieser Corona-Pandemie und miteinander uns nicht aus den Augen zu verlieren, sondern das, was in unserer Verantwortung steht, zu tun. Das wünsche ich uns allen mit dem Segen Gottes. Vielen Dank, liebe Christine. Ich bin froh, dass wir Politiker in unserem Land haben, die wissen, dass Gott führt, ermutigt und zur Seite steht. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Und natürlich gilt diese Zusage auch für euch. Wenn du das gut findest, dann gib mir einen Daumen hoch oder schreib mir in die Kommentare oder abonniere meinen Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.